Applaus auf zu Bea von Bühne. Liebe Präsident von Bühne, Nationalratspräsident Wolfgang Sommerglas, auch für uns. Innen, liebe Kandidaten, liebe Unterstützer, Unterstützerinnen, liebe Engagierte, liebe Menschen, ich freue mich sehr, dass vor allem an heißen Tagen wie diesen, und das meine ich nicht nur, was die Temperatur betrifft, sondern auch die hitzigen Debatten, dass wir uns hier treffen, da ist es besonders wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da steht jetzt zwei kühle, sehr starke Köpfe hier im Allgäu. Vor wenigen Minuten ist das 66. Gemeindetag zu Ende gegangen, aber da hinten auf dem Startrand sieht man schon ein Riesenleiter draufstehen. Erstens über die Bestimmung und die Nebenkunst in der Nachhaltigkeit. Also meine Bestimmung war richtig gut, aber jetzt frage ich ganz offen der Angst, der Es ist ein wichtiges Thema. Gibt's ja die Führung. Es ist auch ein Thema, das viele bewegt. Wir haben ja auch ein Gespräch mit der Jugend gehabt. Aber eins dürfen wir, oder ich sage mal, die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen anschauen. Seit vielen Jahrzehnten leben wir das Thema. Seit vielen Jahrzehnten sind wir so direkt bei den Landwirten, sind wir so direkt bei den Menschen, dass es uns selbstverständlich ist, immer in Generationen zu denken. Das macht sozusagen auch die Basis aus. Und ich kann schon sagen, und ich glaube, dass es auch wichtig war, auch im Austausch mit der Jugend, weil sie auch gesehen haben, dass dieses Rückgrat der Republik, die lokalen Einheiten, sich eigentlich tagtäglich mit dem Thema beschäftigen müssen und dass das Gespräch, zumindest aus mir so doch und ich glaube hier auch, also dass man das Gefühl vermitteln kann, es ist aktuell, es ist wichtig, es ist notwendig, ich meine, es ist draußen aus Traumdeck und draußen aus auch Handeln danach, aber eigentlich auf der lokalen Ebene, je nach Situation und überall halt anders, so vielfältig unsere Gemeinden halt sind, genauso kümmern wir uns tagtäglich um die Ressourcen und genauso denken wir in Generationen. Das ist schön und das war, glaube ich, ein, ja, ich hatte keine Wissen hier, ja, dass man das Thema zum richtigen Zeitpunkt das richtige Thema haben. Aber so sind halt die Gemeinden. Dort spielen. In diesem Sinne freuen wir uns ja heute, und das sage ich jetzt einmal ganz offen, dass das angenommen ist. Weil ja, ich sage, ja, Bundeskanzler, das Zwischenspiel, das lassen wir weg, das vergessen wir. Das irritiert zwar noch, aber uns irritiert es nicht. Dieses Spiel, das lassen wir auch sagen. Also, wir haben das jetzt ausführlich diskutiert, ich werde da sicherlich nicht noch einmal mit dem Thema zu sehr belasten, aber eines steht fest, unser tägliches Handeln, unser tägliches Tun muss bestimmt sein von der Frage, ob es denen auch uns auch gut geht. Und das war da insofern spannend, weil wir darauf kommen sind, dass Nachhaltigkeit nicht nur mit Ökologie allein zu erklären ist, sondern dass wir die Kultur dazu brauchen, dass wir den Sport dazu brauchen, dass wir letzten Endes das Wirtschaftliche und das Soziale mit abwägen müssen. Und nur wenn das alles miteinander abgestimmt ist, gut funktioniert, im Übrigen, ökosoziale Marktwirtschaft ist ja nicht die Erfindung einer anderen Partei, sondern ist die Erfindung der Volkspartei. Und der Joschi Reger war nur viel zu früh damit in Wien und die Menschen haben damals noch nicht erkannt, wie wichtig seine Aussagen waren. Wir machen ganz viele Projekte, du musst manchmal mit dem Kopf durch die Wand, ich nehme nur mein schönes Murdrachwerk her, Brandanstrecke, Morddrohungen, was der Teufel was alles. Ich sage euch, ich war jetzt bei den Turbinen, über die vier Turbinen angeschaut, da wird die Uhr abgefressen und 20.000 Haushalte werden Strom haben. Das ist Nachhaltigkeit. Das bauen keine Grünen, die waren dagegen, die haben sich die Bahnen geschmiert. Ich habe mich vorgefragt, da haben wir keinen
Kanal dazu gebaut. 30.000 Haushalte haben de facto jeden Tag unsere Fische gefüttert mit unseren Fäkalien. Jetzt haben wir einen Kanal gebaut, in den wir es auch wieder. Und sie sind sogar in die Gestaltung eines Parks. Und deswegen glaubt es mir, wir haben, und das möchte ich da jetzt einfach anbringen, lieber Sebastian, weil du heute da bist und weil dir wahrscheinlich in den letzten Wochen viele Menschen begegnet sind, manche Gedanken auch durch den Kopf gehen. Das ist eine spannende Zeit. Aber ich habe es überhaupt noch nie erlebt, ja, dass andere politische Parteien einen Bundeskanzler drei Monate Sabbatical verordnen, damit er mit uns wahrkämpft. Und wir werden uns das Sebastian Sabbatical wissen, an dem Tag, wo die Regierung froh ist, habe ich dir ein SMS geschickt. Und dort habe ich mir eingeschrieben, wir werden ihn unterstützen, wie wir das noch nie gemacht haben. Und wenn ihm das die Bürgermeister quasi die Bodentruppen versprechen, kein Land kannst du erobern ohne Bodentruppen, wir stehen, wenn ich so sagen darf, schon parat und wir freuen uns auf den Wahlkampf, der uns das große Bekannte hat. Juliane oben auf Blumenstraße. Ja, genau. Wow! Ja. Das klang so, als hättest du heute noch überlegt, das gleiche anzuziehen. Die Kinder haben jetzt zum Vatertag Jogging-Schuhe, wie ich sie bezeichnen würde, gekauft. Und ich habe das vor 25 Jahren aufgegeben, wie ich gesehen habe, wie der Wartenstein, der Lopatka, der Bayer nach dem Halbmarathon weder sitzen noch stehen haben können. Die Kinder haben mich aber dann aufgeklärt, das sind keine Jogging-Schuhe, das sind, wie heißt das, Snickers? Snickers. Und jetzt war ich einmal auf einem Podium, da waren Leute mit Nadelstreifenanzug und Snickers. Also, dann schaue ich immer, ja, es sind doch noch etliche, die Schuhe rankommen. Gerade in Wahlkampfzeiten sagt man so gerne, wir laufen so gern für jemanden. Wie hältst du das mit dem Laufen? Wie gesagt, ich kann also stehen, dafür mehr tun wie manchen, der durch die Gegend läuft. Nicht wissen, wohin, aber dann sind sie früher durch. Nein, Spaß beiseite. Ich bin sehr froh, Sebastian, dass du heute hier bist. Gerade das, was der Sigi gesagt hat, erinnert mich daran, ich bin ja ein Fossil, ich bin ja zwar erst 4 Jahre Landeshauptmann, aber ich bin ja fast 50 Jahre in der Politik und ich werde nie vergessen, wie ich auserwählt wurde, als junger Sekretär des ÖAB 1979, vorher 70 bin ich ja schon Sekretär der jungen ÖVP geworden, dann war ich beim ÖAB und da hat man mich mitgeschickt nach Deutschland.
Und da hat der Josef Daus, sogar Kanon, mit der einmal schlank war, die Vorreden vor dem Helmut Kohl, damals auch erheblich schlank, gehalten hat im Bundestagswahlkampf. Wir waren in Hessen. Hessen, ein Land, das mit der einheitlichen Schulform gekämpft hat. Der Ministerpräsident war ein Baugewerkschafter, der Börner. Unser Herausforderer war der Drecker, später der Wallmann, der dann tatsächlich Ministerpräsident geworden ist. Und der Helmut Kohl hat von Auftritt zu Auftritt, das war ja der Vorredner, ich war natürlich sowieso nur Zuhörer, wie der Helmut Kohl von Auftritt zu Auftritt gesagt hat: Wir werden Deutschland als Kanzler erobern, aber nur mit Hilfe der Kommunen. Und das ist das Schlüsselwort. Und ich habe heute einen tollen Gemeindetag erlebt mit dem Alfred Riedl an der Spitze, auch mit unserem Erwin Dürnberg, ohne den ich die Gemeindestrukturreform nicht zustande gebracht hätte, weil der damalige österreichische Gemeindebund ja nicht dafür war. Und der Schlüssel liegt in den Gemeinden. Sebastian, waren die Bürgermeister laufen, dann geht es gut aus. Wenn sie nicht laufen, geht es schlecht aus. Und wie der heutige Besuch zeigt, die laufen. Passt auf,
wenn ihr Unrecht beseitigt, dass ihr nicht neues Unrecht der Welt schafft. Wir werden nicht im Sinne der Schadenfreude Unrecht mit Unrecht vergelten. Aber es liegt an euch, es liegt an uns allen, dieses Unrecht aufzuzeigen, gut zu machen und dafür zu sorgen, dass wir einen großen Erfolg bei der Nationalratswahl haben. Der Sebastian ist Garant dafür. Und was wir alle hier gemeinsam spüren, wenn wir auch so Menschen treffen wie dich oder auch dich, Juliane, die so positiv in die Zukunft blicken und so geschlossen hinter Sebastian stehen, könnte man fast Goethe zitieren: Zum Augenblick möchte ich sagen, verweilt er doch, er ist so schön. Wie nimmst du den Augenblick jetzt gerade wahr? Wie ist das für dich? Auch als Spitzenkandidat jetzt wieder hier in der Steiermark für den Sebastian bei der Nationalratswahl antreten zu dürfen. Also natürlich waren wir, oder war auch ich im Speziellen, eine Zeit lang schon emotional zerrüttet. Ja. Jetzt habe ich als Quereinsteigerin die Chance bekommen, dank dir, Hermann, 2017 für die Nationalratswahl zu kandidieren. Dann, dank Sebastian, habe ich die Chance bekommen, Ministerin zu sein. Das habe ich unglaublich gern gemacht, also mit vollem Elan, mit voller Freude. Und ich freue mich auch, dass Sebastian gesagt hat, er möchte mit seinem Team weitermachen, weil es halt wirklich gute Arbeit war in diesem Team. Und ich glaube, die ganze Regierungsarbeit war gut. Und das hat Österreich gespürt. Aber dennoch muss man ganz klar darlegen, die FPÖ hat diese Regierung gesprengt. Und was ist das, was wir bis zur Wahl aufrechterhalten müssen? Ja? Was ist einfach so wahr? Wir hätten gern gemeinsam weitergemacht, das war aber nicht möglich. Gut, es ist eine Neuwahl erforderlich und jetzt ist es einfach daran, dass wir alle unser Bestes geben. Ja? Und ich glaube, also ich freue mich, Spitzenkandidatin zu sein. Es ist für mich eine Ehre und es ist natürlich ein großer Auftrag für mich. Ich werde wirklich laufen, ich werde mein Bestes geben und ich freue mich schon jetzt, dass da so viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in diesem Raum sind, die uns unterstützen werden, weil ihr seid immer draußen bei den Menschen, ihr macht es jeden Tag und wir werden das in den nächsten 3 Monaten ganz im Besonderen machen und ich freue mich schon drauf, ich bin extrem gern unter Leuten. Es wird wirklich eine schöne Zeit werden und wir haben Glück, es ist auch noch der Sommer. Was beträgt sich deine persönliche Anliegen? Was möchtest du jetzt? Gibt es auch den Weg der Veränderung für dich weiterzugehen und darüber hinaus? Natürlich. Ich glaube, der Hermann hätte sich vor knapp 1,5 Jahren gewünscht, dass ich Ministerin für Bildung und Forschung werde, weil das natürlich als Professorin an der Technischen Universität 20 Jahre lang mein Weg war. Und ich habe dann das Amt für Familien, Jugend und Frauen übernehmen dürfen und ich habe da wirklich Lunte gerochen. Ich habe das unglaublich gern gemacht. Warum? Selbst haben wir eine Familie zu Hause, ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder und es gibt unglaublich viel für die Familien zu tun in Österreich. Also die Familien sind wirklich der Mittelpunkt der Gesellschaft und sie leisten unfassbar was. Ja. Und wir haben jetzt den Familienbonus eingeführt, die meisten spüren es bereits monatlich am Lohnzettel, der Rest wird es am Ende des Jahres spüren, wir entlasten 1 Million Familien in Österreich, aber da müssen wir noch weitermachen. Und wir haben gerade das Pflegekonzept neu die Woche vorgestellt und da geht es ja auch um die Familien. Jeder von uns kann einmal betroffen sein, als Pflegende oder pflegender Angehöriger oder auch als Mensch, der Pflege braucht. Ja. Wir werden immer älter, das ist schön, aber wir haben viel mehr ungesunde Jahre in unserem Leben. Und deswegen gilt es, weil es gerade hier die Frauen sind, die unterstützen, auch die pflegenden Angehörigen, vor allem die Frauen zu unterstützen. Wir haben uns ganz viele tolle Ideen herausgedacht, die wir umsetzen werden, von mehr Tageszentren, mobile Dienste, einen One-Stop-Shop. Ich habe selber gepflegt, mit meiner Mama, die Oma. Ja. Und du hast bei einem Dienst anrufen müssen, da hast du das Pflegebett bestellt.
Ja? Weil im nächsten hast du angerufen und gefragt, ob du die Pensionsversichern kannst. Also ich habe dich gefragt, meine Mama hat gefragt, ja, damals. Beim nächsten hast du angerufen und gefragt, wo du das Pflegegeld überhaupt anfordern kannst. Und das machen wir jetzt all in one. Das ist ganz wichtig. Und was mir noch wichtig ist, als Mama von drei Kindern, es war manchmal nicht so einfach, einen Kinderbetreuungsplatz zu finden. Ja? Wir werden weiter ausbauen, Kinderbetreuungsplätze. Die Eltern wollen Kinderbetreuungsplätze, die qualitativ hochwertig sind. Das ist so wichtig. Ich möchte mein Kind wo abgeben, wo es gut aufgehoben habe. Ja? Und das ist auch wichtig für die Frauen. Und das ist mein zweites Herzensthema. Ja? Die Frauen verdienen in Österreich 20% weniger als die Männer. Da gibt es wirklich die Lohnschere zu schließen. Da müssen die Unternehmen auch ein bisschen für mehr Lohntransparenz sorgen. Die Frauen müssen öfter das Geld drehen und Gehalt verhandeln. Das gehört schon auch dazu. Aber ich brauche auch gute Kinderbetreuungsplätze, weil sonst kann ich nicht in die Arbeit gehen. Noch schlimmer ist in der Pension. 40% Unterschied zwischen Frauen- und Männerpensionen. Und deswegen spreche ich ganz klar für das automatische Pensionsmittel aus. Ja? Also das sind Pensionsbeiträge, die in Jahren gesammelt werden, wo sich ein Elternteil mehr um das Kind kümmert, dann auf beide Elternteile aufgeteilt werden. Damit werden für ganz viele Frauen aus der Altersarmut geholt. Das ist mir so wichtig. Und wenn ich da jetzt reinschaue, ja, sind einige Bürgermeisterinnen da, aber vornehmlich Bürgermeister. Und deswegen muss ich so ein Nachbar und schließen. Wir brauchen mehr Frauen in der Politik, damit wir nämlich die Themen, die uns als Frauen wichtig sind, dann auch draußen vertreten sind. Ja. Für mich sich ein Slogan und das ist einer, der mit viel Leben erfüllt wird. Unser Weg hat erst begonnen. Und vorneweg geht er und wir freuen uns sehr auf dich. Sebastian Kurz, komm auf. Einige von euch kenne ich ja persönlich, viele von euch habe ich schon da oder dort einmal treffen und besuchen dürfen und ich bin euch wirklich sehr dankbar. Ich weiß, es war eine anstrengende und intensive Zeit beim Gemeindebund und insofern danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, ein bisschen länger zu bleiben. Danke auch Hermann und an dich, Herr Präsident, für die Einladung zu diesem Zusammentreffen. Es war mir einfach ein Anliegen, wenn auch nicht in der Funktion als Bundeskanzler, trotzdem mit euch zusammen zu treffen, euch auch Danke zu sagen für all die Unterstützung, die ich bisher erleben durfte und euch natürlich auch zu bitten, dass wir die nächsten Monate ordentlich zusammenhelfen und versuchen, dass der 29. September ein guter wird. Ich glaube, der Hermann, aber auch der Sigi, alle haben es schon zu Recht gesagt, wenn die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wenn die Gemeindevertreter ordentlich Gas geben, dann kann nichts schief gehen. Das heißt nicht, dass ich mich zurücklehnen möchte, aber wenn ich eure Unterstützung habe, dann habe ich sehr großes Vertrauen, dass der 29. September gut wird. Das war der jene Jägerstraße. Ist er da? Na schau, hast du heute wieder eine kurze Lederhose? Ja. Was glaubst du? Ja. Mario hat damals ab Mai jeden Tag kurz getragen, bis zur Wahl. Und das waren ein paar kalte Tage. Es war ziemlich kalt. Okay. Das ist ja nicht so schwierig, aber damals war es, haben wir manchmal mit dir mitgelitten. Mario, Christoph Gehm, ist der noch aus Töcklerbruck auch noch da? War vorher da, hat er auch gezeigt, er läuft auch in der kurzen Leder rum, macht jetzt bis zur Wahl. Sind auch viele Menschen auch hier extra hergekommen, auch Moritz Moser zum Beispiel. Moritz, bist du? Moritz ist direkt von einem Volleyballturnier aus der Schule gekommen, haben sie noch schnell qualifiziert. Jetzt am Anfang, wie sie ohne nicht gewinnen, weiß ich nicht. Aber mir war wichtiger, hier zu Sebastian zu kommen. Die Susi Zimmermann ist da mit ihrer Familie. Ihr Mann hat jetzt extra Türkis angezogen zum Thema Farbe bekennen. Wie sehr wirst du, wie sehr erlebst du das in den letzten Tagen auf der Natur durch Österreich, ja, du warst in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, gestern in Kärnten, diesen Zuspruch, was erzählt dir denn heute?
Ja, also ich bin extrem dankbar. Ich habe das ja mit der Juliane alles live miterlebt und wie ihr euch vorstellen könnt, das war schon ein sehr komisches Wechselbad der Gefühle. Zuerst das Ibiza-Video, dann der Auftrag des Bundespräsidenten, der Übergangsminister auszuwählen, dann die Bildung der Übergangsregierung, dann das großartige Ergebnis der Europawahl, dann danach auf einmal dieses ZIP-2-Interview, ich ärgere mich bis heute, wir haben das beste Ergebnis bei einer Europawahl eingefahren aller Zeiten und ich konnte es nicht feiern, ja, ich bin um 3:10 aus der Bundespartei aufgebrochen, habe vorher noch mit den Ministern gesprochen und dann hat unsere Minister gesagt, ich gehe davon aus, die werden mich morgen abwählen, aber seid so gut, bleibt sie im Amt, bleibt dem Bundespräsidenten auch zur Verfügung stehen. Wir wollen das nicht so machen wie die Blauen, dass wir uns da zurückziehen und sagen, jetzt wollen wir maximales Chaos anrichten, sondern wir wollen das ordentlich machen und für Stabilität sorgen. Und die Minister waren so nett und haben dem zugestimmt, dann gehe ich raus und einmal sagt ein Kollege von mir, naja, aber wir sehen nach dem Ergebnis, die wählen dich sicher nicht ab. Und ich habe gesagt, naja, denk morgen an mich, die werden das schon durchziehen. Und dann fahre ich rein, ärgere mich noch, dass ich unseren Wahlerfolg nicht feiern kann, drehe die ZIP2 auf und sehe dann das Handy Wagner-Interview, wo sie sagt, jetzt nach dem Ergebnis haben sie sich entschieden, sie wählen gleich die ganze Bundesregierung ab. Und insofern war das natürlich ein Wechselbad der Gefühle und eine etwas auch skurrile Zeit und auch eine gewisse Umstellung. Ich bin irrsinnig dankbar in den letzten Wochen für all die Unterstützung, die wir erleben dürfen, wenn wir unterwegs sind, wie viele Menschen uns dazu zureden, sagen, sie wählen uns. Ich habe nur eine große Bitte an euch. Und zwar, dass wir das in Demut annehmen und uns nicht zu siegessicher sind. Ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung in Kärnten. Natürlich war es schön, dass da so viele waren wie noch nie. Natürlich war es schön, dass die Stimmung gut war. Und jedes Mal, wenn irgendwer gesagt hat, Nationalratswahl war der nächste Satz, wir gewinnen sowieso und alle haben applaudiert. Und ich war der Einzige, der sich nicht darüber gefreut hat, weil ich die große Sorge habe, dass das der falsche Zugang ist. Und daher ist meine Bitte an euch, sind wir demütig, sind wir dankbar für die Unterstützung, aber nehmen wir die Dinge nicht auf die leichte Schulter. Zum Ersten haben wir beim Wolfgang Schüssel schon einmal erlebt, wie das ist, dass auf einmal eine Wahl ganz anders ausgeht, als man sich das irgendwie nur vorstellen kann. Und zum Zweiten, und das macht mir fast noch mehr Sorge, natürlich ist die Ausgangssituation so, dass es darauf hindeutet, dass wir Erster werden sollten. Aber wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass Erster sein nicht unbedingt ausreicht. Wir waren Erster bei der letzten Nationalratswahl, wir sind in Umfragen sogar noch geschieden und die Abstimmung im Parlament war so, wie sie war. Ich garantiere euch, auch wenn es vielleicht keine rot-blaue Koalition nach einer Wahl geben kann, aber eins garantiere ich euch, wenn es eine Mehrheit gegen uns gibt, dann wird die genutzt werden. Und insofern geht es bei der Wahl nicht nur darum, Erster zu werden, sondern es geht darum, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt und da wir uns auch nicht anstrengen müssen. Vorsichtig Ja drauf gesagt
Und sie hat mich dann sehr entgeistert angeschaut und gemeint, bist du jetzt immer daheim, wenn ich heimkomme? Und habe ich gehört, auch wenn sie manchmal geklagt hat in den letzten Jahren, aber es ist wahrscheinlich doch so besser, wie es früher war. Ja, ja. In den nächsten Wochen und Monaten bis zum 22. wirst du etwas weniger zu Hause sein. Was ist das, was du jetzt gerade hörst bei den Menschen? Was ist das der meistgestellte Satz, die Frage an dich in den Bundesländern? Also das meiste ist eigentlich sehr positiv. Ich glaube, viele Menschen, die sich wünschen, dass der Kurs fortgesetzt wird, eine konsequente Linie bei der Zuwanderung, der Kampf für die Senkung der Steuerlast, auch endlich ein Ende der Schuldenpolitik, wie sie auch in vielen Gemeinden und Bundesländern versucht und gelebt wird, das auch einmal auf Bundesebene zusammenzubringen. Also da gibt es sehr viel Zuspruch. Da gibt es, glaube ich, Zukunftsthemen, denen wir uns annehmen müssen und auch annehmen wollen, von der Pflege bis hin zum Klimawandel. Und darüber hinaus ist aber meine große Bitte, und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir nicht all dem auf den Leim gehen, was da jetzt gerade kommt. Was ich in den Medien derzeit miterlebe, an Vorwürfen gegen uns, die haltloser nicht sein können, was wir miterleben an Anpassversuchen, wo es mittlerweile so weit geht, dass rechtskonformes Verhalten schon dargestellt wird, als wäre es ein Skandal. Was ich höre an Gerüchten, ja, letztens Klassentreffen gehabt aus meiner alten Schule, 15 Jahre Maturatreffen, sogar bei mir schon eine Zeit her mittlerweile, bringt man etwas gemeinsam, sind unterschiedliche politische Herkunft, aber die meisten, weil wir heute Freunde sind, haben gesagt, mich will sie irgendwie trotzdem auch mit sonst woanders stehen. Und dann nach dem zweiten oder dritten Bier kommt jeder zweite aus meiner Klasse her und sagt, du, also ich unterstütze dich eher, aber was ich da letztens gehört habe über dich, ja, was da erzählt wird über dich, dann ist einer meiner langjährigsten Freunde hergekommen aus Schulzeit und hat gesagt, du, wir waren doch so viel ausgemeinsam und wir kennen uns zusammen. Jetzt haben sie mir alle gesagt, du bist schwul, bist du das erst vorn oder was? Also es ist unglaublich, was da teilweise versucht wird. Und insofern ist einfach meine große Bitte, dass ihr da auch vor Ort dagegen haltet, weil was klar ist, sie werden es jetzt nicht durch die Auseinandersetzung in den Themen drehen. Und sie werden auch wahrscheinlich nicht im Fernsehduell vor der Wahl auf einmal den Umschwung schaffen, dass jetzt doch die SPÖ Erster wird und wir nicht. Das Einzige, was sie tun können, ist versuchen, uns irgendwo anzupatzen, schlecht zu machen, Verschwörungstheorien zu streuen oder sonstiges. Und darum meine große Bitte, egal ob das jetzt gefälschte E-Mails sind, die von uns verbreitet werden, die ich nie im Leben geschrieben habe und wo ich mich wundere, wie technisch solche Dinge schon möglich sind, ob das andere Geschichten sind, die ins Private hineingehen und. Meine große Bitte ist, halten wir da ordentlich dagegen, weil ich habe im letzten Wahlkampf schon einiges mit euch erleben müssen. Wir haben bei Wolfgang Schüssel erlebt, die Pflegerin, die Illegale, wo man nachher draufgekommen ist, dass es eine Schauspielerin war und dass es die gar nicht gab. Und wir werden diesmal auch sicherlich noch einiges erleben. Und daher meine große Bitte, halten wir da vor Ort dagegen, weil mit einem sauberen Wahlkampf werden es wahrscheinlich nicht alle anlegen, fürchte ich. Die Möglichkeit, uns noch Fragen zu stellen, gibt es vielleicht einige Ideen, Anmerkungen, Feedback, auf Kritik, bitte einfach bei Hans melden. Der Vincent ist bei uns hier im Buch unterwegs. Wer eine Frage hat, dann stellen Sie bitte jetzt. Was machen wir noch? Das Patrick hat vorher noch eine Frage gehabt. Möchtest du noch oder möchtest du es bei mir auch haben? Du kannst gerne, Vincent, vielleicht in der Mitte durch zum Patrick, genau. Mit deiner Freundin habe ich auch schon telefoniert, warum die noch nicht mitkommen konnte. Du hast vergessen, sie einzuladen, gell? Nein, auf jeden Fall. Die ist gerade noch in der Arbeit und fahrt jetzt auf den 30. Also, ich muss mich persönlich natürlich retten, weil ich muss ja besser in der wunderschönen Steiermark bleiben. Okay, deine Frage an Sebastian. Ja, einige Parteien im Parlament haben den Ansatz, die Sozialpartnerschaft abschaffen zu wollen. Zumindest wird das Wort auch dann kolportiert. Jetzt würde ich fragen, lieber Sebastian, wie du dazu stehst. Wirtschaftskammern sind ja ganz wichtig und in Österreich vertreten ja alle Unternehmer.
Und hier ging es auch um diese obligatorische Mitgliedschaft, die wir teilweise auch hinterfragen. Ja, weil die Industrie ist ganz wichtig, in der Steiermark auch sehr gut vertreten, aber gerade für die kleinen Unternehmer ist es wichtig, dass sie eine starke Stimme haben. Ich war auch international unterwegs und gehe in einige Länder, wo die Wirtschaftskammer nur auf freiwilliger Basis funktionieren und das funktioniert eigentlich gar nicht. Jetzt wollte ich fragen, wie stehst du dazu? Also meine Linie zur Sozialpartnerschaft hat sich nicht geändert. Ich finde, die Sozialpartnerschaft hat ihre Verdienste in Österreich. Sie hat auch ihre Aufgaben von Kollektivvertragsverhandlungen angefangen über vieles mehr. Und das ist doch wichtig, dass die Aufgabe wahrgenommen wird. Wogegen ich mich immer verwehrt habe, und auch da werde ich mich nicht ändern, ist, dass die Sozialpartnerschaft eine Schattenregierung ist oder sogar das Regieren in Österreich übernimmt. Ich glaube, jeder hat seine Aufgabe und jeder sollte die bestmöglich erfüllen. Und die Regierung hat schon die Pflicht, Stichwort Arbeitszeitflexibilisierung und andere Themen, wenn die Sozialpartnerschaft es nicht schafft, sich zu einigen, eine Entscheidung zu treffen. Weil das Schlechteste ist, wenn man sagt, wir haben keine Einigung, dann machen wir gar nichts. Das ist, glaube ich, etwas, was man sich in diesem Jahrhundert internationalen Wettbewerben nur noch sehr schwer leisten kann. Und insofern, die Sozialpartnerschaft hat ihre Berechtigung, wird auch nicht in Frage gestellt, aber sie hat auch ihre Grenzen. Die Stimmung sind keine Stimmen. Und vor dem war nicht, wie du es gesagt hast. Und das Sprichwort ist, die Bauern holen uns Hand geben. Danke. Schöne Motivation. Gerne. Ja. Gibt es noch eine Frage? Hier in der Mitte, bitte. Da in der Mitte. Und da noch einmal mit der Lederhose. Genau. Bleib gleich mit der Lederhose. Gottfried Heinz, Biobauer aus Tannhausen und Bürgermeister. Ich habe keine Frage, nur eine Bitte. Wir haben es gemerkt bei der EU-Wahl, wie stark die Grünen zugelegt haben. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit gehabt bei unserem Gemeindetag. Und ich glaube, dass für viele junge Menschen in Österreich eben ja, die Nachhaltigkeit und das grüne Denken und die Umwelt sehr wichtig ist. Und dass man, ich glaube, dir eher glaubt, dass du für Umwelt eintrittst, als für Walter Kogler und du mit der Jugend mit diesem Thema viele, viele Stimmen gewinnen kannst. Und das wäre meine Bitte, wirklich da starke Akzente zu setzen in all den wichtigen Themen. Wir werden es zu Jüdiger, ein bisschen besser müssen wir noch lernen, es zu vermarkten. Die Elli Köstinger hat in den letzten eineinhalb Jahren viel auf den Weg gebracht. Wir sind, ich habe heute ein Interview dazu geben dürfen, bei den erneuerbaren Energien bei 84%. Wir werden das bis zum Jahr 2030 auf 100% steigern können. Absolute internationale Spitze. Am Tag der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, darum ist er ein bisschen auch untergegangen, leider Gottes, haben wir das letzte Kohlekraftwerk in Österreich zugedreht. Wir sind eines der ersten Länder weltweit, das aus Kohle ausgestiegen ist. Ich werde jetzt am Montag noch ein paar Ideen zum Bereich Klima- und Umweltschutz präsentieren. Meine Bitte ist nur, versteckt man uns auch nicht, vermarkten wir das ordentlich, erklären wir das auch, denn ich glaube, dass wir uns da nicht verstecken müssen. Ist und ich hätte gerne gewusst, wie es mit den Kompetenzen der Gemeinden in Zukunft aussieht. Bund, Länder, glaube ich, sind sehr gut im Gespräch. Wie sieht es mit den Gemeinden aus? Ich denke hier vor allem an die Grundsteuer, ich denke daran, wie die Infrastruktur in den Gemeinden tatsächlich ausgebaut und umgesetzt werden kann, auch im Digitalisierungsbereich. Hier hätte ich sehr großen Bedarf in unserer Gemeinde. Ich komme aus der Gemeinde St. Michael in Obersteiermark. Derzeit ermittelt noch immer angeblich die Staatsanwaltschaft, was die Abgaben anbelangt. Also hier wäre wirklich auch in der Effizienz einiges zu tun. Und ich glaube, die Digitalisierung wäre hier eine Möglichkeit. Ich würde sehr darum bitten, dass wir Gemeinden stärken, auch von Bundesseite her gesehen, um hier wirklich auch voranzukommen in der Zukunft. Euer Präsident und ich sind da in einem intensiven Austausch und haben, glaube ich, auch einiges schon in die richtige Richtung gemeinsam
bewegen können. Ich bin ein absoluter Verfechter der Subsidiarität. Ja. Ich sage, das ist nur auf europäischer Ebene, aber das gilt natürlich genauso für Österreich. Ja. Also was vor Ort entschieden werden kann, soll vor Ort entschieden werden. Der Bund hat so viel an Kompetenzen, dass es überhaupt nicht notwendig ist, da noch weitere Kompetenzen an den Bund zu ziehen. Was es aber, glaube ich, braucht, ist eine klarere Aufgabentrennung. Ja. Von Kinderbetreuung bis Pflege sind zu viele Bereiche entstanden, wo irgendwie eh alle für alles zuständig sind. Und das ist problematisch. Und insofern ein klares Ja zu mehr Kompetenz für die Gemeinden, weil es richtig ist, weil es aber auch für uns im Bund angenehm ist. Es ist total schwierig, Themen auf Bundesebene zu entscheiden, die in Tirol anders wahrgenommen werden als in Niederösterreich oder vielleicht in der südlichen Steiermark. Und zum Zweiten aber eine klarere Kompetenzverteilung, damit die Zahl der Themen, wo alle gleichzeitig für ein und dasselbe Thema zuständig sind, ein bisschen geringer wird, weil das ist meistens relativ kompliziert und nicht im Sinne der Sache. Danke. Danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Mittel, für eure Unterstützung. Für die Unterstützung. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.